Das ist toll. Was da nun genau da mal ist. Algene Paba, fui ja tun zum Sinne Algene. Algene me, ja, diese Hunger, Hunger der Algene. Weil ich tonne im Bikau, weil ich tonne Lata. Pourquoi c'est un pied bas, weil ich tonne Lata. Puis ja, ma me, pas ich tonne Wondi. Algene me, ja, ich tonne. Ja, ich bin nicht in Inge, Algene der Wutto. Also, ich bin bei Alki, ja, ma me, ja, in der Wutto. Dune argene fanta kala yawa dune argene jena ya wutum pamila argene ni da dune argene le wut sambika sun bota ansam fu ko mana yo ko taw fu ndat me bout fam sa ngi se fnyatam fu ngi li ngeng ne jini nga fam mikita matia somane fo Ça m'est tombé tard. Tinkang a été tombé Jaman, Payembri. A Payembra, a tissé yide, a tissé waoulma. Wotou a yide tondo. Baton lingue tarezi pera. Se libe pas hadi, a nimbuida, libe yide tondo. A pas argent, mais a quoi l'argent? Parce que j'aime Zintar Mbi Nizininga, il est argent. Zabahanka Nizininga, il est argent. Wadam Poua Ouma, il est argent. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Verleihung des Internationalen Hundertwasserpreises 2016. Der Internationale Hundertwasserpreis wird seit 2001 durch die Wasserstiftung vergeben. In diesem Jahr bereits zum sechsten Mal. Und dafür werden wir uns auf eine kleine Reise begeben nach Westafrika, genauer genommen nach Burkina Faso. Sie haben tausende Bäume in den harten Wüstenboden gepflanzt. Diese Bäume spenden Schatten und speichern Wasser. Sie machen den Boden fruchtbar und bringen vielfältiges Leben in die Wüste. In ihrem Wald singen Vögel und summen Bienen. Sie haben die Anbaumethode Zai so weit entwickelt, dass sie die Ernten unzähliger Familien sichert. Ihr tiefes Verständnis für die Natur und die Ehrfurcht vor dem Leben haben sie zu einem Weisen gemacht. Sie sind Vorbild für unzählige Menschen, nicht nur in ihrem Land Burkina Faso, sondern in vielen Ländern. Merci beaucoup. Our country is dry. We suffer of desertification and lack of water and also, how do you call it again, degradation of arable land. And in order to struggle seriously against the drought, lack of water, the desertification. Mr. Yakuba Sawano did a tremendous job to protect the environment in Burkina Faso. Ohne richtige Vorbereitung wird das nichts. Genau da setzte Herr Savadogo an. Er grub tiefere Löcher, die wir gesehen haben, breitere Löcher und trug den Dung oder auch Termitenerde, wie wir gesehen haben, direkt in diese Löcher ein. Statt diese knappen Nährstoffe auf dem ganzen Feld so zu verteilen, sondern macht er sie direkt in Verbindung ganz nah an den Samen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die gefährlichste Phase für die junge Pflanze ist genau dann, wenn sie die Keimwurzel raustut. Die Keimwurzeln müssen ganz nahe an die Nährstoffe ran. Das ist so wichtig. Und da muss das Wasser da gehalten werden. Und da wandte er diesen Trick an, den wir gerade gesehen haben, die Steine dahin zu legen, die Steinreihen, sodass das Wasser ein bisschen länger gehalten wird und eine Chance hat, in diese Löcher zu kommen. Félicitations, bonne chance, bonne santé et une longue, longue vie. Ni, Paongo,
Zunongo, Lafi, Wen na Kosovo. Ine zekezu, ine paspartu, ine sumeni mina msumu, ine sumeni na pia msumu, ine sumu ya nitenga, sumu ni mbetenga na kumwonesu, kuhuja paka kienu.